Hervorragend. Was soll man sagen, wenn man es geschafft hat, in die dritte Generation zu gehen, ein Familienbetrieb, dann ist das schon ein tolles Gefühl. Vor allem, wenn man weiß, dass die Nachfolge geregelt ist und man stolz auf seine Nachfolge sein kann. Wir sind ein Verlag, ein Fachverlag wie jeder andere. Nur mit dem Unterschied vielleicht, dass wir etwas anders auf dem Markt mit unseren Autoren agieren, weil wir legen großen Wert darauf, persönlich mit unseren Autoren umzugehen und nicht eine Maschinerie zu entwickeln, wo ein Autor nach dem anderen kommt und dann nicht mehr so betreut wird, wie sich das gehört. Wir haben eben auch durch unsere Art des Umgangs mit unseren Autoren wahnsinnig viel Freude auf der ganzen Welt geschaffen. Und das kommt ja nicht von ungefähr, nicht wegen unserer schönen blauen Augen, sondern weil wir uns tatsächlich auch mit dem Berufsstand identifizieren und tagtäglich da arbeiten. Da gibt es sehr viel. Aber vielleicht darf ich mal zwei Dinge erwähnen. Einmal, für mich ganz entscheidend war Japan. Ich habe das große Glück gehabt, mich mit den Japanern einzustellen, mich einzufügen, und nicht wie viele andere nach Japan gegangen sind und waren der Meinung, man könnte den Japan mit Gewalt und etwas verkaufen, weil man besser ist. Die Japaner haben eine andere Kultur als wir. Ich habe sehr viel gelernt von dieser Kultur und von diesen Menschen. Sie haben immer Respekt zu anderen, was leider Gottes in der sogenannten westlichen Welt nicht mehr absolut der Fall ist. Respektlosigkeit ist stärker heutzutage als früher. Und da habe ich also sehr viel gelernt. Und es ist mir gelungen, durch eine Bekanntschaft, die dann eine Freundschaft wurde, mit dem Herrn Morita Senior, der mich eigentlich von Anfang an unterstützt hat, um den Verlag in Japan aufzubauen. Und da bin ich dem Unternehmen und der Familie Morita auch heute noch dankbar. Der zweite Höhepunkt war Amerika. Amerika war insofern schwieriger, weil der Wettbewerb in Amerika mit fünf anderen Verlagen oder durch fünf andere Verlage im Krieg war. Und als ich nach Amerika ging, hat jeder gesagt, Quizzes, was soll denn das? Wer ist das? Was ist das? Und dann hat man also einige Bücher gesehen von uns und dann hat man sich gewundert, dass man solche Bücher macht. Früher waren die Bücher in Amerika alle schwarz-weiß und hatten einen Mann, der war so stark, der konnte jemanden mit umbringen. Und dann habe ich also Probleme gehabt, Autoren zu bekommen, logischerweise. Denn es gab Mosby, es gab Saunders, es gab Lippincott, William Wilkins, Abraham und. Und dann habe ich einfach versucht, Autoren zu bekommen, auch wenn die vielleicht nicht die ersten Fahnen waren, um zu erreichen, dass man in Amerika über Quetzal spricht. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen. Und das liegt auch daran, dass ich durch einen Freund, der auch schon einige Zeit tot ist, und zwar Professor Paul Lustig in Boston, viele, viele Ratschläge bekommen habe. Und auch dann in der Weiterentwicklung in Boston mit dem Herrn Dr. Kramer, später Dr. Nevins, wunderbare Dinge gemeinsam verwirklichen konnte. Aber mein gesamter internationaler Durchbruch kam eigentlich durch die Verbindung zu Herrn Professor McLean in London. McLean, ein typischer Engländer, der natürlich gegenüber den Amerikanern ein anderes Englisch sprach, was auch dann wieder ein Ungewöhn war. Aber McLean war eine große, große internationale Persönlichkeit. Und wir haben uns gut verstanden und wir haben viele Dinge gemeinsam gemacht. Und dadurch habe ich auch sehr viel gelernt. Und er hat auch geholfen, dass ich international mehr Anerkennung bekommen habe.
Es gibt aber, wie gesagt, Highlights en masse. Da könnte man fast ein Buch schreiben. Es gibt so wahnsinnig viele Ereignisse und Begegnungen, die ich heute natürlich nicht mehr wissen möchte und die mir sehr, sehr viel geholfen haben, weil es immer auf menschlicher Basis geschah und teilweise von denen, die heute noch leben, auch als Freundschaft gepflegt wird. Aber viele von ihnen sind halt schon gegangen. Ich wünsche dem Verlag, dass er nach wie vor durch meinen Sohn die Vision und den Wunsch, den Verlag so zu erhalten, wie er ist, und darauf aufbauen, in die neue Zeit geht. Das heißt, wir sehen es ja, wir machen Interviews, die hat es früher nicht gegeben in der Form, dass wir einfach auch uns sukzessive orientieren, wo eigentlich der Bedarf in Zukunft sein wird. Wir wissen heute, dass das Buch und die Zeitschrift nach wie vor die Nummer 1 in der Kommunikation und in der Wissensvermittlung in Sachen der Zahnmedizin. Aber wir wissen auch, dass wir die Augen und Ohren aufhalten müssen. Wo geht die Reise hin? Und ich glaube, da sind wir auch durch meinen Sohn neue Mitarbeiter auch entsprechend gewappnet. Vielen Dank. Sehr gerne.